Vime Villanova. De Villa Danova? Über 1 Million. Das glaube ich nicht. Doch. Wie viel ist 1 Million? 1 Million. Da haben wir doch jetzt das Geld von. Da findet man gar nicht mehr durch. Wissen Sie, was 1000 sind? So einen hatte ich auch mal. 100 ist wie viel? 10 mal 10. 1000 ist wie viel mal 100? 1000 Mark ist... Ja, das sind 1000 Mark. Wie viel mal 100 ist 1000? Kommt ihr öfter? Wie viel 100 Mark Scheine müssen Sie zusammenlegen, wenn Sie 1000 haben wollen? Zehn, stimmt ganz genau. Ach, was das Rechnen, fragen Sie mal was anderes. Was versteht man unter Prozente? Prozente? Habe ich noch nicht gehört. Was versteht man unter Prozente? Wissen Sie es nicht? Doch, doch, das habe ich schon mal gewusst. Ich muss mich drauf besinnen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich will mich mal drauf besinnen. Mir sind doch nicht auf den Kopf gefallen. Nee, das bin ich nicht. Sie sind doch Kaufmann. Das ist doch sicher ein gerissener Kaufmann. Ja schon, aber das Rechnen. Ich rechne nicht gern. Liegt Hannover an der Leine? Ja. Wohin fließt die Leine? Ins Meer. Welches Meer? In Hamburg oder in die Nordsee. Fließt die Leine die Nordsee? Da ist die Elbe, sind die großen Schiffe. Welche Stadt liegt an der Elbe? Na, ist doch Hamburg. Hans ist ja schon gewesen. Welche Stadt liegt noch an der Nordsee? Lübeck. Frau Krause kam daher. Es liegt doch noch eine Stadt an der Leine. Aha, das ist Bremen. Hartkopf wohnte da, der brachte uns immer Tabak. Für die Fabrik vom Vater? Ach nee, sagen Sie es nicht. Und der Mutter. Wie nennt man die drei Städte Hamburg, Lübeck und Bremen in einem Namen? Nee, das gibt's ja gar nicht. Hamburg ist Hamburg, Bremen ist Bremen und Lübeck ist Lübeck. Sind das nicht die Hannover, nee. Hanse. Nee, das habe ich noch nicht gehört. Sind doch die drei Hansestädte. Ach ja, das stimmt ja doch, das habe ich schon gehört. Kennen Sie einen großen Fluss in Deutschland? Ja, das ist der Rhein. Da war ich auf der Unteroffizierschule gewesen. Welche Stadt liegt am Rhein? Neubreisach. Noch eine Stadt. Straßburg, da bin ich durchgefahren. Noch eine. Da sind wir nicht mehr weitergefahren. Woher kommt der Rhein? Von Chur in der Schweiz. Da hat sie mir gesagt, tritt mal darüber. Und dann hat sie gefragt, weißt du auch, wo du jetzt darüber getreten hast? Ich sage, nee. Und dann sagt sie, über den Rhein.
Ja, ich dachte, das war so ein kleiner Bach. Wohin fließt der Rhein? In den Nordsee rein. Durch welches Land zuletzt? Muss auch nach Hamburg unterfließen. Nicht durch Holland? Nee, das glaube ich nicht. Der Rhein ist doch ein deutscher Fluss. Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein, lieber Vaterland. Marco, ich sage.